Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme ist es in Hamburg 34 Grad heiß, im Schatten wohlgemerkt. Hier in der Dachwohnung kommt es mir deutlich wärmer vor. Und langsam bekomme ich trotz der Hitze Hunger. Und da habe ich mir überlegt, ich könnte mir ein Spiegelei machen. Allerdings nicht auf dem Herd, sondern auf dem Dachfenster. Mal schauen, ob mir das gelingen wird. So, ich nehme mir ein Ei. Das schlage ich jetzt auf. Wow, das Ei ist sogar heil geblieben. Das kommt bei mir nur selten vor. So. Und nun gehe ich mit der Pfanne, wo das Ei drin ist, zum Dachfenster. So, ich bin jetzt hier am Dachfenster. Das werde ich jetzt öffnen. So, schöne Aussicht auf jeden Fall. Jetzt muss ich irgendwie hier hochkommen. So, die Pfanne ist jetzt auf dem Dachfenster. Und nun bereite ich es zu. So, ich habe hier auch noch ein kaputtes Ei. Das ist mir gestern Abend kaputt gegangen. Frag mich nicht wie. Und das werde ich direkt auf dem Dachfenster aufschlagen. So, das Ei ist aufgeschlagen. Allerdings bin ich nicht bis weit nach vorne gekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das Ei überhaupt noch von der Sonne getroffen wird. Und wie ihr seht, das Ei bewegt sich. Ich glaube, die Pfanne stelle ich mal lieber auf der anderen Seite hin. So, gucken wir uns mal die Eier an. Also das, was ich direkt auf dem Dachfenster raufgetan habe, das sieht schon mal so aus. Und jetzt bin ich gespannt, wie das aus der Pfanne aussieht. So. So sieht das Ei aus der Pfanne aus. Also ich glaube, ich werde das auch ein bisschen noch auf dem Dachfenster so stehen lassen. Mal schauen, ob sich da noch irgendwelche Fortschritte ergeben. So, ich hatte keine Lust mehr gehabt, da die ganze Zeit zu filmen. Ich habe die Zeit lieber genutzt, um mir einen leckeren Tee zu machen. Ich glaube, jetzt habe ich da schon über eine halbe Stunde draußen stehen und ich bin gespannt, wie die beiden Eier aussehen. So, das ist das Ei, was ich direkt auf dem Dachfenster raufgetan habe. Das sieht schon mal so aus. Und ich bin gespannt, wie das Ei aus der Pfanne aussieht. So, fokussiere. Das ist das Ei aus der Pfanne. Wie ihr seht, ist das Eiweiß nicht gerade gut geworden und das Eigelb sieht ein bisschen verschrumpelt aus. Schade eigentlich. Das heißt, Eier auf dem Dachfenster zu braten nützt nichts. Mal schauen, ob ich das Eigelb wenigstens genießen kann. Das wird gleich so. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So sieht das Eibrötchen aus. So, ich gehe noch mal ein Stückchen so zurück. Vielleicht könnt ihr das irgendwie erkennen. So. Ich bin gespannt, wie das Ei geworden ist.
Ja, also das Eigelb war schon ziemlich gut durch. Zwar nicht perfekt, aber immerhin etwas. Und das Eiweiß, das klebt zwischen die Zähne. So, ich habe hier noch ein bisschen was von dem Eiweiß hier drauf getan. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie erkennen könnt. Echt klebrig, das Eiweiß. Also ich kann es euch nicht empfehlen, auf einem Dachfenster ein Spiegelei zu machen. Ich glaube, das andere Ei, was ich direkt auf dem Dachfenster drauf getan habe, das dürfte genauso von der Konsistenz her sein. Mal schauen, was das Ei auf dem Dachfenster sagt. So. So sieht das Ei auf dem Dachfenster jetzt aus. Ich glaube, das werde ich mal langsam vom Dachfenster erlösen und auf dem Teller oder in der Bratpfanne reintun. So, beim Versuch, das Ei zu bergen, ist mir das kaputt gegangen. Und zwar sowas von kaputt gegangen. Schade. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.